Aloha, ich grüße euch. Ich habe heute einen Haul für euch. Und zwar Mischmasch, Süßtränekräne, TK Maxx, Teddy, aber ich glaube nur eine Sache und Action. Und da alles nicht ganz so viel ist, packe ich das alles zusammen in ein Bastelhaul. XXXL wäre jetzt übertrieben, aber ich zeige euch jetzt, was ich bekommen habe. Wenn ihr wissen wollt, was ich alles bekommen habe, bleibt dran. Nach dem Intro geht's weiter. Bis gleich. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you fade away, as you fade away. Dass ihr dran geblieben seid, ich bin total gespannt. Es liegt schon ein bisschen länger hier, aber ich habe einfach die Zeit nicht gefunden. Ne? Ja, im Moment könnte ich durchdrehen, also nicht durchdrehen von durchdrehen, sondern Videos durchdrehen, aber mir fehlt einfach die Zeit. Aber nicht jammern, sondern klotzen. Ich zeige euch jetzt die Sachen. Wir waren bei TK Maxx, vor 2 Wochen oder ich weiß es nicht mehr. Ist ja auch egal. 7 Euro für diese Kleber. Elmos. Ich habe da schon mal was von gehört. Keine Ahnung. Aber ich dachte, boah, so viele Kleber für 7 Euro. Und der hier ist das normale Glue Stick. Der ist... der trocknet transparent und das ist ein waschbarer, was steht da? Bosch Able No Run. Das ist auswaschbar halt. Ne? Bin ich total gespannt. Ich war eigentlich auf der Suche nach ein paar Geschenken und hier habe ich gedacht, boah, ein für mich, ein für mich, ein für mich. Zwei verschenken, eins verschenken. Ja, von daher werde ich das später aufmachen und dann aufteilen und auch andere damit beglücken. Freue ich mich, 7 Euro. Vielleicht hat der ein oder andere von euch den schon mal getestet. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Bin ich total gespannt. So, das war der Kleber. Dann habe ich noch Kleber mitgenommen, auch von TK Maxx. Montmartre Craft Clue Signature. Keine Ahnung. Habe ich natürlich die Brille nicht mit, aber es steht in Deutsch eh nicht drauf. Der war 2,99. Steht auch drauf. Ich dämmel dir. Kenne ich gar nicht. Waren 2 Flaschen da. Ich habe 2 Flaschen mitgenommen. Eine geht wieder in die Geschenkekiste und eine werde ich testen, weil Kleber kann man nie genug haben. Auch da wieder, wenn einer von euch Erfahrung damit hat, kann mir das gerne in die Kommentare schreiben. Richtig cool. So, ja, das war es auch schon bei TK Maxx. Der Rest waren Sportsachen für meine Tochter. So, dann Süßtränecreme. Also einmal habe ich die Lollis mitgenommen. Die hat meine Tochter sich schon einverleibt. Die hat... Ups, bring mal. So, kauft sich da immer die Lollis für 9 Cent. Ja, dann fand ich diese Vase richtig entzückend. Und die war auch nicht teuer. 2,48 Euro. Ja, da kann man doch nicht motzen. Ich finde die schön und mir fehlte eine Vase, weil die Katzen regelmäßig irgendwie Vasen runterschmeißen. Warum auch immer. Und ich fand die schön, vor allem für den Preis. Richtig cool. So, dann habe ich hier, das habe ich alles in das Tütchen getan. Es knistert ein wenig. So. Ich habe nochmal Falzbeine mitgebracht. Die sind richtig erschwinglich. So, sorry, alle wach. Ja, sind halt Wachhunde, ne? Also ich habe mir 2-mal die Falzbeine wieder mitgenommen. Die, also ein großes behalte ich mir diesmal, weil das letzte Mal habe ich alle verschenkt. Da blieb mir nur das Kleine. Und ich, ja, die ziehen auch weiter, bis auf ein großes. Das behalte ich. So, dann waren hier diese Drahtstäbe. Die waren auch total günstig. 1,82.
Ich möchte die für die Pusteblumen nehmen. Ich habe ja letztes Jahr die Pusteblumen, die übrigens immer noch halten, mit Schaschlikspießen und die sind einfach zu dick. Da platzen die Stiele auf. Und das hier ist schön dünn, da kann ich die Pusteblumen aufspießen. Wenn ihr da auch nochmal Interesse dran habt, Pusteblumen haltbar machen und trocknen, dann schreibt mir es in die Kommentare. Dann mache ich das auch nochmal hier mit diesen Stielen hier als Beispiel. So, dann, also ihr, wer mich verfolgt, erinnert sich an meinen letzten Systrene-Kräne-Haul. Der ist auch schon etwas länger her, ich bin nicht so oft da. Da habe ich mir dieses Teil hier gekauft. Total stolz, wollte ich den vorführen, hat nicht funktioniert. Und zwar fehlte da dieses Teil. Ja, ich habe ihn natürlich nicht mitgenommen zum Umtauschen. Habe ich vergessen, weil eigentlich war es Systrene-Kräne auch nicht am Plan. Aber ich habe da schon Bescheid gesagt. Habe gesagt, ich habe das gekauft, da fehlte das. Ich bringe das nächste Mal mit. Ja, war in Ordnung. Also muss ich das nächste Mal dran denken, dieses Teil umtauschen, weil das kostet 3,09 Euro. Und ja, das möchte ich nicht einfach so verschenken, weil ich kann ja nichts dafür, dass dieses Teil hier fehlt. Da habe ich beim Kauf einfach nicht drauf geachtet. Jetzt habe ich diesen kleinen süßen Tacker und ja, ich finde den total niedlich, weil ich hatte mir auch 3 Päckchen Tacker-Munition schon dafür gekauft und war total boah, süß, ne? Und dann funktioniert der nicht. Naja, jetzt funktioniert der, weil dieses Teil hier dran ist und ja, freue ich mich. So, dann ganz, ganz niedlich. Guckt mal, wie süß. Das hat gekostet 1,38. Ich muss das mal ganz vorsichtig hier aufmachen. Dass das nicht kaputt geht. Hier. Ne, also ein kleiner, transparenter Briefumschlag. Und da ist so ne, ein Mini-Lineal drin. Ist es nicht süß für einen Planer, ne, wo man sich eine kleine Tasche macht, wo man dann mal schnell ein Lineal braucht, ne, wo man alles Mögliche einzeichnen kann. Fand ich mega niedlich und deswegen durfte das mit. Ja, dann habe ich mir hier 4-mal, 3-mal wird natürlich weitergegeben, diese Tesselmaker. 1,26 fand ich auch jetzt nicht so teuer. Müsste ich mir mal genau gucken, wie das funktioniert. Aber ungefähr weiß man es ja. Ne? Kleine Tassel, größere, größer, 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 größer. Und dann hier hinterher zusammenbinden. Gucke ich mal, ich werde berichten, wie es funktioniert. Aber für den Preis fand ich das richtig cool. Ein cooles Tool. Und ja, deswegen habe ich es auch 4-mal mitgenommen zum Verschenken. So, das war schon Systrene-Kräne. Ratzi-fatzi. Dann kommt jetzt noch Teddy. Im Teddy war ich, um einmal Fliegenfänger zu holen. Weil im Moment ist hier wirklich schlimm. Ich wohne ja hier am Land. Und hier fahren natürlich viele Traktoren, hier sind viele Kühe und dann könnt ihr euch vorstellen, was hier für Fliegen sind. Und da brauche ich diese Fliegenfänger. Da habe ich auch einen Teddy. Ich habe die schon einmal im Action geholt und einmal im Teddy, weil die muss man regelmäßig wechseln. Aber ist ja egal, das will ich euch jetzt keinen erzählen. Es gab hier diese Buchstabenperlen für 1 Euro. Diese süßen, süßen, süßen Rosanen. Und da habe ich 2 Päckchen dann noch mitgenommen, weil 2 Päckchen, ne, ich will einen Namen schreiben und dann fehlt mir ein Buchstabe, deswegen 2 Päckchen. Mir wäre auch lieber, man könnte die einzeln auswählen, ne, je nachdem, was man so schreiben will, dass man vielleicht mehr A's oder E's oder so hat. Ja, egal, 2 Päckchen, je 1 Euro. Das war auch schon mein Teddy-Haul und jetzt kommt Action! So, ich fange mal an. Ich muss das mal holen. Ich habe das hier liegen. So, ich habe mir so eine Matte gekauft. Ganz schön hässlich, ne? Hübsch hässlich. Nee, aber wenn ihr mich ein bisschen guckt, mein Schreibtisch, ist so alt ist der ja noch nicht, aber der geht so lang, da sind Macken drin. Das geht, weil kaputt halt. Ne? Das ist eine günstige Platte von Ikea gewesen und eigentlich habe ich immer eine Unterlage, manchmal aber eben auch nicht. Und da sind so Macken drin, auch wenn ich den wische, sieht es aus, für euch sieht es wahrscheinlich aus wie Dreck, ist es aber nicht. Und wo ich das mag, also ich wische, wenn dann Farbe drauf ist, das wische ich nicht sofort ab. Außer ich weiß, es ist Farbe, die nicht mehr abgeht. Aber so Watercolor oder so, das lasse ich, ich liebe das, wenn das so ein bisschen eine Patina quasi hat. Ja, trotzdem sieht es irgendwie ein bisschen blöd aus. Und ich möchte halt einfach keine bunte Unterlage. Ich möchte aber auch diese hier nicht so lassen, sondern die ist halt blanko. Ich kann hier was reinstecken. Ich kann leider hier nichts
hintermachen, weil das ist ja auch Folie. Aber ich werde mir das entweder hier ganz vorsichtig aufschneiden und mir einen neutralen Hintergrund gestalten, wenn ich filme. Aber wenn ich schon hier das sehe, bringt es ja nicht viel. Ne? Aber müsste schon so weit rollen. Mal gucken. Oder ich umwickel das einfach mit Geschenkpapier meiner Wahl oder Designpapier meiner Wahl, wahrscheinlich eher Geschenkpapier, und wechsle dann schon mal den Hintergrund. Wenn ich euch ein bisschen näher ranhole, dann habt ihr nur den Ausschnitt. Je nachdem, ich guck mal. Das war auch nicht so teuer und wenn es nichts gibt, ja, nehme ich es mit auf der Arbeit, habe ich da eine neue Unterlage. Also das ist jetzt so nicht der große Verlust. Ja, deswegen durfte die mit, hatten die noch mit Weltkarte, ich glaube mit Tigern, aber das ist alles ja nicht so meine Welt. Und das möchte ich mir lieber selbst gestalten. So, das war das. Dann habe ich mir einmal Preise, weiß ich jetzt nicht. 1,99 glaube. Dann habe ich mir dieses Bambi-Geschenkpapier. Es ist so niedlich. Ich mache euch das auch mal auf. Dann könnt ihr mal sehen. Da werde ich auch ein paar Sachen, glaube ich, mit einpacken. Aber ich muss mir auch ein bisschen übrig lassen, um damit irgendwie eine Seite zu gestalten. Weil dafür kaufe ich mir eigentlich Geschenkpapier. Nicht nur, um Geschenke einzupacken, sondern eher auch, um damit zu gestalten, weil mir das so schön, gut gefällt. Na, guck mal. Ich finde es schön. Also wer auf Disney steht, so, guck mal. Ich finde es niedlich. So. Ja, was kostet das? Ich, keine Ahnung, 69 Cent, ich weiß es nicht. So oft kaufe ich da kein Geschenkpapier. Und das liegt schon länger hier rum. Ich weiß jetzt nicht, wo der Kassenzettel ist. So, dann habe ich mir diese Mappe hier gekauft. Ne? Ja, passt überhaupt nicht zu mir. Ist, Kätzchen ist niedlich, ohne Frage. Aber würde ich mir nicht kaufen und hinstellen. Also das ist so, nee, nicht mein Style. Nicht böse gemeint, aber ist einfach nicht mein Style. Ne? Aber ich fand das hier schön. Und hier ist wieder die Katze. Und dann habe ich mir gedacht, kann ich ja auch bearbeiten und bekleben. Also wird das Vorderteil und das Hinterteil beklebt, dass die Katze weg ist. Ne? Wie gesagt, die ist niedlich, ja, aber sie ist jetzt nicht so, oh, das ist so süß. Da habe ich andere Sachen, wo ich sage, oh, das muss ich unbedingt, was weiß ich, hier Franz Ferdinand, das alte Zirkuspferd oder so. Ne? Käme bei mir zum Beispiel da drauf. Das, kennt ihr den? Heißt der Franz Ferdinand? Ich glaube schon, aus dem WDR. Franz Ferdinand, ich bin ein altes Zirkuspferd. Das ist so geil. Und ich wollte mir, wenn ich in Köln war und bin immer beim WDR vorbei und die haben ja den Shop und den gibt es da als Stofftier. Den wollte ich schon immer haben. Aber ich weiß nicht, was der kostete. Der war teuer, 50 oder 60 Euro. Und der ist so hellblau und der ist so cool. Ich finde den, wie der spricht und ich finde den einfach nur cool. Und Horst Ferdinand. Horst Ferdinand, das alte Zirkuspferd. Und ja, war halt, andere Sachen waren immer wichtiger. Und jetzt war ich ja schon ewig nicht mehr in Köln. Doch, ich war jetzt Samstag in Köln, aber halt bei Staples. Nein, aber so für mich bummeln und ne, überall gucken. Und ja, da waren halt Bastelsachen wichtiger wie dieses Zirkuspferd. Aber ja, ich muss mal gucken, ob ich irgendwo mal eine Postkarte kriege, dass ich mir die wenigstens in einen Planer heften kann oder so. Ne? Richtig cool. So, wie bin ich überhaupt da drauf gekommen? Keine Ahnung. Ach, hier ist der Kassenzettel. Guckt mal, ihr Lieben. Schreibtischunterlage. 1,99. Faltkarten. Schaumstoffsticker. Ne, das andere. Ist ja egal. So, ich packe jetzt mal aus. Ich habe das natürlich hier reingetan, was ich noch gekauft habe. Also einmal diese Heftebox, wo ich Sachen reintun möchte. Und ja, die bleibt nicht so. Die wird gestaltet. Die werde ich euch auch zeigen, wenn die fertig ist. Aber das kann ein bisschen dauern, weil im Moment bin ich ja schwer und Tour und schwer am Drehen und ach, und schwer sowieso. Ja, dann hatten sie endlich noch mal weiße Kartenrohlinge. Da habe ich mir zweimal diese hier mitgenommen. Die sind 65 Cent. Ne? 240er Gramm Tour. Die Umschläge 120 Gramm. 8 Stück sind da drin. Das sind die großen. 15x15, die Umschläge halt 16x16, zwei Stück und einmal hier die kleineren, die sind 13x13 und die Umschläge 14x14. Ja, da kann man nicht motzen.
So, ja, die Doppelkarten. Sorry, war kurz Unterbrechung, war ein Anruf. Ich glaube aber, die hatte ich jetzt gezeigt. Ne? Viermal die Doppelkarten. Ja, dann durften die hier nochmal mit. Die habe ich ja schon mal mitgenommen. Und dann hatte ich ja nicht gesehen, dass da hier so mit dem Messer ein Katscher war. Und deswegen durften die nochmal mit. Auch für Embellishments. Ich finde Hello Kitty einfach total niedlich. Und ich finde, die sehen auch nicht ganz so kindlich aus. Ach, wie man es nimmt. Ne? Der eine sagt, logisch sind die kindlich. Ist ja total egal. Ich weiß nur, früher gab es die schon, als ich klein war, von Sanrio oder wie es heißt. Und steht das hier? Ja, Sanrio, ne? Ich glaube. Und das war so rar und so teuer. Also das war echt immer, da war ich froh, wenn ich irgendwo was bekommen habe. Da gab es noch den Spielzeugladen. Ich weiß nicht, ob das eine Kette war. Fedes, mehr am Markt. War bei uns und die hatten wirklich so 3-4 Sachen und ich weiß noch, dass die damals immer richtig teuer waren. Und dann durfte ich mir schon mal zum Geburtstag sowas aussuchen und natürlich war die Auswahl auch nicht da und heute kriegst du sie hinterhergeschmissen, ne? Und da freue ich mich, Kindheitserinnerung, ich finde sie niedlich. So, das, ja, dann habe ich mir hier zweimal diese A4 Dokumentenfolder mitgenommen. Einmal, um die auch zu nutzen, um irgendwie Karten oder sonst was für Shaker zu nehmen. Ich muss unbedingt mal hier mein Antistatik-Pad finden. Es ist unglaublich. Ich muss unbedingt weiter deklattern. Ne? Es ist nicht ganz so klar, aber es geht. Oder auch mal generell damit rumzuspielen. Mal gucken, was daraus entsteht. Und natürlich, um es zu nehmen, wofür es ist, um irgendwas reinzutun. Eventuell auch in Verbindung dann hiermit. Also das dann da reintun. Weiß ich aber noch nicht. Die waren auch nicht teuer. Jetzt ist der Kassenzettel runtergefallen. Ihr wisst die Preise von Action. Das ist nicht teuer. Das wird wahrscheinlich unter einen Euro gekostet haben. Und davon habe ich zwei Päckchen mitgenommen, um einfach mal ein bisschen damit rum zu experimentieren. Und die kann man ja auch immer gebrauchen. Auch für sonst, wofür sie eigentlich sind, für Dokumente. Ne? Um Dokumente reinzutun. Ja, das war das. So, und jetzt kommt Highlight, will ich nicht sagen, ist übertrieben. Tada! Da bin ich schon so lange dran drumherum geschlichen, weil also mein Verlauf im Action ist ja immer, also ich gucke nie den ganzen Actionmarkt, dafür bin ich zu oft da. Das mache ich wirklich nur, wenn ich wirklich mal Zeit habe und dann gehe ich auch mal durch alle Gänge. Ich gehe immer zur Bastelabteilung, die kommt als erstes, dann gehe ich zur Kinderabteilung. Dann gehe ich nochmal zurück über die Kosmetikabteilung, Schmuck und dann meistens direkt schon wieder zur Bastelabteilung, um nochmal zu gucken, weil meistens übersehe ich nämlich irgendwas. Eventuell dann noch Tierabteilung, aber das ist äußerst selten. Und wenn es schnell gehen muss, wirklich, ich fahre auf den Parkplatz, Bastelabteilung, Kinderabteilung und wieder Bastelabteilung und raus. Das ist so die ganz schnelle Variante. Da bin ich aber wirklich nach 1,5 Minuten wieder draußen und aber wenn ich so jetzt 2-3 Tage nicht war, gucke ich auch gerne in der Kosmetikabteilung, allein für die Haare. Ich habe ja lange Haare, die haben ja auch mal schöne Accessoires. Ja, und Pinsel gucke ich natürlich auch immer. Und das hier fand ich total cool. Ich mache es mal auf. So. Und nicht, um das für mein Gesicht zu nehmen, obwohl es schön weich. Also ich könnte natürlich auch nass machen, Reinigungszeug drauf und hier mein Gesicht damit sauber machen. Oder das zum sauber machen. Ich möchte das zum Basteln nehmen. Um meine Acrylfarbe oder meinen Watercolor da rein und dann hier schön große Sachen zu verreiben. Und das werde ich testen. Dann mache ich mal ein Video zu. Das werde ich testen und bin total gespannt, wie das funktioniert. Klar, ich muss natürlich, wenn ich das mit Aquarellfarben mache, ne, der Kasten ist ja so groß, da muss ich erst mit einem anderen Pinsel mir das irgendwo drauf machen, aber dann hier mit rein und gib ihm. Da bin ich total gespannt drauf und ja, freue mich. Ich hoffe, ihr seid da auch total gespannt drauf und schaltet wieder ein, damit ihr nichts verpasst. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, netten Kommentar, kommt in meine Facebook-Gruppe, verlinke ich euch unten in der Infobox. Eure Anerkennung für mich, vielen lieben Dank. Bleibt gesund, ich empfehle mich, wir sehen uns. Tschüss.